Lieber Sebastian, was sind denn für dich so drei Schlagworte, die heute die Flipped Classroom-Konferenz kennzeichnen? Offene Unterrichtsformen, und zwar zum ersten Mal wirklich erlebt, auch auf einer Konferenz. Ich finde, das passt immer nie zusammen. Offene Unterrichtsformen propagieren im eigenen Unterricht und dann aber auf einen Vortrag gehen und 90 Minuten Vortrag halten. Und ich komme hierher und hier alles schafft zusammen, alles diskutiert zusammen, aber auf einem Niveau, so wie es in der Schule auch stattfinden sollte. Und das ist für mich so ein Ding, was mir hier besonders auffällt. Zum Zweiten, dass eben die Tagung selber im Konzept vorgestellt wird, also es vorbereitende Materialien gibt, mehrere Teams zusammenarbeiten und man vertieft in irgendwo was reingeht. Also das passt für mich zusammen. Und dann natürlich der Community-Gedanke. Wenn wir jetzt seit 4 Jahren daran denken, dass es in Deutschland Flipped Classroom gibt und wir kennen uns alle übers Netz und wir kommen hier zum ersten Mal zusammen, und ja, genau, das ist für mich jetzt seit 4 Jahren vernetzt über Twitter und Facebook eine ganz tolle Sache, dass uns Bertelsmann und Sofatutor und Flip Your Class von Heidelberg uns die Möglichkeit bieten, eine Plattform zu haben. Und was würdest du Lehrern, die heute hier auf der Convention sind und jetzt Flip Classroom zum ersten Mal einsetzen möchten, empfehlen für den Einstieg? Anfangen. Eine Stunde nehmen und sagen, einfach mal zu gucken, wie kann ich das nutzen, wie kann ich viel mehr Schüleraktivität reinbringen und probieren. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, wenn ich Unterricht so plane unter dem Aspekt, wie kann ich Selbstständigkeit der Schüler mehr fördern und selbstorganisiertes Lernen, dann bin ich automatisch bei Videos und damit komme ich automatisch zu Flipped Classroom. Ich glaube, der Ansatz ist viel stärker zu gucken, wie kann ich schülerorientierten Unterricht machen, Selbstaktivität der Schüler fördern, Differenzierung reinbringen, und dann komme ich automatisch dazu. Da komme ich, glaube ich, nicht dran vorbei. Du beschäftigst dich schon wirklich ganz lang mit dem Konzept und bist nicht müde geworden, dafür zu kämpfen. Warum? Weil ich gesehen habe, mit welcher Freude und welchem Spaß unsere Lehrer an dem Konzept immer noch beteiligt sind und das für sich immer noch weiterentwickelt haben. Also wir sind eigentlich nicht bei diesem klassischen Flipped Classroom-Konzept stehen geblieben. Das haben wir auch schon von Anfang an so gesagt. Wir möchten das nicht in Stein gemeißelt haben, sondern wir möchten das beweglich irgendwo gestalten auch. Also dass sie wirklich das adaptieren und dort einsetzen, wo sie es für sinnvoll halten und als weitere Methode von vielen einsetzen und jetzt nicht als das Nonplusultra ihrem Unterricht überstülpen, sondern eben schauen, wo bringt es mir und meinen Schülern mehr Gewinn und wo kann es vielleicht an Stellen, wo ich Sachen ändern wollte, mir eine Hilfe sein. Netzwerk. Innovativ. Neue Tools. Kritischer Zugang. Ja, das hat ja sehr viel mit Improvisation zu tun, ne? Christian, was hat für dich Flipped Classroom mit Improvisation zu tun? Gute Vorbereitung. Einführen von spielerischen Methoden, das Nutzen, das Wahrnehmen von Kompetenzen, von Ideen, die da sind, und einen lustvollen spielerischen Zugang. Denn all das ist wichtig, um erfolgreich zu sein und Spaß zu haben und gut zu lernen und dabei noch eine gute Figur zu machen. Ja, warte ab.